Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. So, heute mal kein Gerät, keine Liquids, keine Mischerei oder sowas, sondern ein anderes wichtiges Thema. Ich möchte euch etwas über einen Verein erzählen, der in Deutschland gegründet wurde. Und zwar ist es ein Verein, der die Dampfer quasi vereinen soll und den Dampfern unserer Sache eine Stimme geben soll. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn in der Presse, in Funk oder Fernsehen über das Dampfen berichtet wird, dann sind das immer ziemlich seltsame Berichte. Oftmals wird das Dampfen schlecht dargestellt oder sogar falsch dargestellt. Es wird als sehr gefährlich und schädlich betitelt und so weiter und so fort. Und da muss sicherlich viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden und das hat sich dieser Verein auf die Fahne geschrieben. Es geht noch weiter. Wir haben ja auch Feinde, wir Dampfer. Die Tabaklobby, die mag uns nicht, weil sie Geld verliert. Die Pharmalobby, die mag uns auch nicht, weil sie das ganze Thema auf ihre Seite, also quasi in die Apotheken ziehen möchte. Und wir haben auch noch den Staat gegen uns, der an uns nicht mitverdient. Also da sind Leute, wir Dampfer, die genießen irgendwas und der Staat kann nicht mitverdienen. Das geht natürlich gar nicht. Und auch da wird in den nächsten Jahren sehr viel Arbeit geleistet werden müssen. Und dazu hat sich dieser Verein gegründet. Es gibt in Europa auch in anderen Ländern schon solche Vereine. Man ist auch bestrebt, das europaweit dann zu koordinieren und quasi in einem Dachverband zusammenzufassen. Ich war gestern in Freiburg im Breisgau auf dem Dampfertreffen und ich habe da den Mr. Aivissa getroffen. Das ist natürlich sein Forumsname und nicht sein richtiger Name. Mr. Aivissa ist der offizielle Pressesprecher dieses neuen Vereins. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. So, hallo, jetzt sind wir bereits hier in Freiburg, im Breisgau, am Dampfertreffen. Und ich habe hier den Mr. Aivissa neben mir. Er ist der offizielle Pressesprecher dieses neuen Vereins. Hallo, wie geht's? Ja, gut. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr mir euch so freundlich aufgenommen habt. Hallo an euch zusammen. Hast du gut gegessen? Nein, überhaupt nicht. Ach, der lügt. Glaubt ihm nicht alles, was er sagt. Ja, erzähl doch mal, was ist das für ein Verein? Wie heißt der überhaupt? Also der Verein nennt sich Interessengemeinschaft E-Dampfen. Bisher fälschlicherweise mit dem NEV dahinter, das ist völlig überflüssig. NEV heißt nicht eingetragen, das braucht man auch nicht schreiben. Das ist nur eine Formsache. Ja, eine Formsache. Ja. Der Verein wurde am 28.08. live gegründet und es befindet sich jetzt eigentlich schon in der Endphase. Das heißt, es steht schon alles außer unserer öffentlichen Präsenz im Internet. Die folgt noch. Aber was will dieser Verein? Also vertretet ihr uns Dampfer oder was macht ihr da genau? Genau. Also wir vertreten allgemein alle Dampfer, inklusive Händler und. Das heißt, alle Dampfer, egal wer es ist, wird mit angesprochen. Unsere Ziele sind A, ganz wichtiger Punkt, Öffentlichkeitsarbeit. Diese Vorurteile, die momentan kursieren, die müssen einfach mit Wissen, mit Informationen und mit fachlichen Details mal geglättet und vom Tisch gefegt werden. Das ist unser Hauptpunkt. Wie ist es mit rechtlichen Sachen? Also man hört ja jetzt oft, dass der Zoll Probleme macht oder so. Könnt ihr da auch aktiv werden? Nein, wir haben keinerlei Rechtsgrundlage. Das heißt, wir arbeiten nicht im rechtlichen Bereich. Wir geben da Tipps, wir geben gerne Ansprechpartner weiter, selbstverständlich, natürlich. Wir werden uns aber da nicht aktiv im Rechtsbereich mit einbringen. Das geht einfach nicht. Hm. Wir bräuchten da praktisch Fachanwälte etc. Wenn wir das mal haben, schauen wir mal. Wäre eine nächste Stufe möglicherweise. Ja. Gut, also ihr vertretet uns Dampfer quasi in der Öffentlichkeit. Genau. Informativ und wenn Fragen auch. Genau. Wir würden auch in die Öffentlichkeit gehen, das heißt, gern auch wenn entsprechende Messe sind. Also bitte auch die Händler die Informationen weitergeben, wenn irgendwelche Fachmesse da sind, wo ihr uns mit reinnehmen könnt, tut es. Wir sind gerne in der Öffentlichkeit Arbeit, auch mit den Fachleuten vom anderen Ufer, ich sage es mal analoges Dampfen im Gespräch, gerne. Mhm. Wir möchten euch alle durch die Bank durch mit unterstützen mit unserer Arbeit. Wir möchten, dass es Dampfen das wird, als was wir sehen. Ein wunderbares Hobby, ein Lifestyle-Produkt und eine angenehme Alternative zum extrem schädlichen Gift. Ja.
Cool. Ich habe gelesen, jetzt im Moment kann man sich noch kostenlos da anmelden, oder? Also genau. Kann man Mitglied werden. Jawohl. Und dann ist man einfach dabei bei euch im Verein. Wie kann man das machen? Wer soll das machen? Also momentan ist am besten, sich über eins der großen deutschen Foren anzumelden. Dort gibt es einen Ansprechpartner, der nennt sich Gatling, der Alfons, der nimmt also die Anmeldungen entgegen, der koordiniert das Ganze, ist der erste Vorsitzende vom Verein. Die Vereinsmitgliedschaft ist momentan auch auf längere Zeit gesehen noch kostenfrei. Wir werden aber auf jeden Fall eine Gemeinnützigkeit anstreben, die wird auch bald beantragt. Und was auch wichtig ist, wir werden in Zukunft ein eingetragener Verein, das heißt, wir haben dann mehr Handlungsspielraum. Mhm. Auch ganz interessant für neue Mitglieder. Wir suchen auch aktive Mitglieder. Das heißt, Leute, wo es sagt, Mensch, das ist die Chance, ich kenne jemanden aus Radio, aus Funk, Fernsehen, Presse, egal woher. Oder ich kenne Ärzte, Krankenhäuser, Kliniken. Ich kenne auch Kontakte zur VIP, im VIP-Bereich, die den Dampfer praktisch dann mit uns gemeinsam positiv rüberbringen. Weil wir haben ja hier schon mal jemanden, der sich im filmischen Bereich, in der Präsentation gut auskennt und er weiß ja, viel gut, du bist da einfach absolut eine Koryphäe, wie man das am Ideal schon macht. Naja, das sei mal so in den Raum gestellt. Ich sehe es einfach so. Also aber es geht eigentlich schon darum, dass wir einfach eine Lobby brauchen. Ja. Ich meine, wir haben die Tabaklobby, wir haben die Pharmalobby, wir haben den Staat gegen uns und wir müssen uns jetzt organisieren. Richtig. Damit wir uns auch durchsetzen können. Und genau das macht dieser Verein. Exakt. Uns geht es darum, einfach nicht schlagkräftig, ich mag die Worte einfach nicht. Ich möchte es ein bisschen sanfter ausdrücken. Wir wollen genau dieser kleine Stachel im Fleisch von der Große sein. Cool. Super. Ich sage dir vielen Dank fürs Interview und viel Spaß und viel Glück mit dem Verein. Danke dir. Und euch wünsche ich etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.